Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Scarhead. Ja, wir sind mal wieder hier im Südharz unterwegs, an der Grenze zu Thüringen. Und wieder mal die kleine Tour hier bei der alten Steinkirche. Ich weiß nicht, wer das Video kennt, ich verlinke euch das hier oben. Schaut auf jeden Fall mal rein. Da gehe ich ein bisschen näher auf die alte Steinkirche ein, wo wir uns auch gerade aktuell befinden. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen kleinen Schnuff hier mal durch und dann gehen wir weiter. Plan ist auf jeden Fall mal, nur mal den Turnvater Jan zu besuchen. Wegen den strammen Burschen, die dann ein bisschen geturnt haben für Preußen. Ihr wisst Bescheid. Und ja, mal gucken. Vielleicht schaffen wir es noch bis zur Burg. Aber das werden wir dann sehen. Also ich würde sagen, nicht lang schnacken, sondern auf geht's. Ja, ich hätte euch ja gerne ein bisschen mehr von der Steinkirche gezeigt, aber das sind einfach so eine Asozialen, die dann mit Kindern unterwegs sind. Keine Ahnung, auf die 60 zu gehen und in einer alten Kirche rülpsen und das auch noch lustig finden und so laut rumschreien. Finde ich nicht witzig. Gar nicht witzig. Auch gerade dann, wenn man Kindern sowas beibringt, ich meine, da wurden auch Leichen gefunden, Grabstätte. Finde ich ziemlich respektlos sowas. Ekelhaft. Widert mich an. Sorry, Leute. Das meinte ich mal, ein richtig geiler Baum. Also wenn ich Leute aufhängen wollen würde, dann an diesem Baum mit dieser Aussicht. Schön, oder? Aber wir sind ja hier nicht zum Spaß. Na, eigentlich schon. Aber hier sind wir bei unserem guten Freund, dem Preußen-Turnvater Jan, der damals zur Ertüchtigung der Burschen das Turnen sich ausgedacht hat. Ein bisschen, ihr wisst selber, was das ist, ne? Wunderschön. So sah der gute Mann übrigens aus. Mehrere Infos, wie vorhin schon verlinkt, in dem alten Video. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Aber wie ihr schon an der Überschrift gesehen habt, befinden wir uns jetzt hier nicht nur bei der alten Steinkirche, nein, sondern Plan ist es, wir besuchen die Einhornhöhle. Und zwar wurde dort, Serienfreunde wissen es, und hier schließt sich wieder der Kreis zu meinen Filmfreunden, der Drehort der Serie Dark. Ich weiß nicht, ihr die kennt, Netflix, Original-Serie, 10 Millionen Sprachen übersetzt. Und wird quasi so als das deutsche Stranger Things gefeiert. Ich persönlich fand es sehr strange. Es gibt sogar für euch Interessierten, es gibt eine Netflix-Seite, wo man spoilerfrei sich die Zusammenhänge angucken kann. Und das ist auch durchaus notwendig, weil ich verrate jetzt nicht zu viel, weil ich ja nicht spoilern will. Aber es ist doch durchaus so, dass dort einiges durcheinander geht, was Personen anbelangt. Und ja. Also ich war noch nie bei der Einhornhöhle, hier wie gesagt, in der Nähe war ich schon mal, aber bis zur Einhornhöhle habe ich es noch nicht geschafft. Also wird heute ein spannender Marsch.
fragt euch bestimmt, warum ich so einen komischen Pullover hier anhabe. Den habe ich, weil ich meine ganzen anderen Sachen natürlich noch alle in der Wäsche war, noch in den tiefsten meiner Outdoor-Kiste gefunden. Das ist so ein, ja, Bundeswehr-Imitats-Pullover, den ich irgendwann mal bei Lidl gekauft habe. Aber jetzt gerade bei angenehmen 3 Grad macht er doch seinen Dienst durchaus gut. Also die 5 Euro oder 10 oder was das gekostet hat, gut investiert. Ja, wir sind schon kurz vor der Einhornhöhle und ja, das Schöne ist, keine Menschen mehr gesehen. Herrlich. Ja, aber ich muss sagen, hier ist schön, weil das sieht schon ziemlich unheimlich hier aus. Also als römischer Legionär hätte ich, glaube ich, keine Lust gehabt, hier durchzulaufen. Aber ich glaube, ich habe auch schon Hugin gesehen oder Munin, ich weiß es nicht so ganz, aber ja, eine Krähe folgt mir hier. Mal gucken. Es wird nicht weniger unheimlich hier. Schon ein bisschen Lost in the Woods. Mammut. So, hier sind wir jetzt an der Einhornhöhle und hier sehen wir das Einhornskelett. So, die Sonne ist schon langsam am Untergehen. So war es eigentlich nicht geplant, dass ich jetzt hier mitten im Hexenwald quasi festhänge. Ich habe mich ein wenig verlaufen, muss ich zugeben. Ein bisschen uncool, von einem, weil es halt dunkel wird. Zum Glück hat der Papa eine Stirnlampe dabei. Aber testen wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, meine Freunde. Ich würde sagen, ich schau mal, wie ich jetzt langsam mal nach Hause komme und würde euch an dieser Stelle an dem Endgerät entlassen. Also wenn dieses Video online kommt, dann habe ich es wohl geschafft. Wenn nicht, dann lädt es vielleicht der mutige Finder hoch, der mein Korpus gefunden hat. Ja, wie gesagt, das Obligatorische, ihr wisst, ne? Abonnieren und so weiter und so fort. Liken wäre wirklich cool, würde mich freuen. Und wenn ihr es nicht gut fandet, dann gerne Daumen runter und gebt mal gerne ein bisschen Feedback. Habt ihr zum Beispiel Dark gesehen? Lasst uns mal ein bisschen diskutieren in den Kommentaren. Ich würde mich freuen. Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Cheers.